Hallo zusammen, willkommen bei Nerdgedöns. Ich bin der Olli und das hier ist eine neue Trailer-Reaction zu Venom. Ihr habt es schon gesehen. Ich persönlich habe noch nichts gesehen außer Thumbnails und hier dem ersten Moment, der ersten halben Sekunde des Trailers. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Fand den ersten Teil damals okay, den zweiten dann schlechter und bin jetzt gespannt, was uns im dritten erwartet. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Okay. Also die Symbionten kommen wohl auf die Erde. You should probably know that I have a really dark and unpredictable side to me. Stop speaking. I'm giving you a chance, sweetie. Say when. When? We are Venom. We are Venom. No. Oh. Yeah, we are Venom. We're gonna need to work on that. Delicious. You take me to all the finest places. I need tired love. Also, der Humor hat nicht so gezündet bei mir, muss ich sagen. We always knew it was impossible. But we were alone in the universe. And it's our job to make sure that remains a secret. Let's go get him. Oh, shit! We are fugitives. On the run. In the shit. Beyond him is the tree, my friend. You mean it? No! Lady Frost! This is chess! Hello! There has to be a reason they're after us. Sieht ein bisschen aus wie die Viecher hier aus Guardians of the Galaxy. Ein bisschen. Na, kleiner auf jeden Fall. Ist auch wurscht. The time has come. How fast do you think you can get that thing to go without killing it? Only one way to find out. Okay. Puh. Tja. Also, ich mach mal wie immer hier Ton aus und lassen noch mal von vorne laufen, aber ich habe nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich hatte keine großen Erwartungen an den dritten Teil. Ja, das habe ich jetzt auch gekriegt. Zumindest was der Trailer mir jetzt verspricht. Also es ist jetzt nichts, wo ich denke, wow, ah, okay, coole Idee. Ein Symbionten-Pferd, Venom-Pferd. Und ja, wie gesagt, der Humor, die Gags, Tanzszene hier mit der Kioskbesitzerin. Also ich bin nicht so besonders scharf drauf, den Film zu sehen nach dem Trailer, muss ich sagen. Ich werde ihn mir wahrscheinlich angucken, einfach der Vollständigkeit halber. Vielleicht auch, wenn jetzt die Kritiken überraschend gut sein sollten, wovon ich nicht ausgehe, dann würde ich mir vielleicht auch vorher angucken. Aber das ist so ein klassischer Kandidat für, gucke ich, wenn er auf dem Streaming-Service landet. Vielleicht mal für 99 Cent, aber nicht mehr. Und ja, schade. Ich kann nur hoffen, dass sie Venom irgendwie ins MCU offiziell überführen. Sieht ja jetzt so aus, als ob da mehr geht. X-Men kommen. Ne? Wolverine ist jetzt mit Deadpool demnächst schon quasi verbandelt. Und ja, ich hoffe mal, dass Venom dann irgendwie in einem neuen Spider-Man irgendwann mal vorkommt.
Dann vielleicht jetzt nicht unbedingt der Venom, sondern halt ein neuer. Obwohl ich hier, also Tom Hardy als Eddie Brock eigentlich mochte. Also ist jetzt nicht der Eddie Brock, den ich aus den Comics kenne, aber so an sich hier im Film mochte ich die Rolle. Aber ja, insgesamt hat mich da nichts von umgehauen und der Trailer jetzt hier erst recht nicht. Ja, bevor ich mich jetzt zu sehr wiederhole, lasst mich gerne wissen, wie ihr den Trailer fandet. Und ansonsten blende ich euch jetzt hier noch irgendwas ein, was ihr euch angucken könnt, falls ihr hier neu seid. Guckt euch gerne um, lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt. Gerne hier einen Daumen für das Video und einen Kommentar natürlich gerne. Und ansonsten sage ich wie immer, danke fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao.